Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Ja, heute soll es einmal um dieses wundervolle Feuerzeug gehen. Ihr wisst es ja, ich bin immer auf der Suche nach coolen Gadgets und Tools, die halt vielseitig sind. Und auf das Feuerzeug bin ich halt aufmerksam geworden, weil es zum einen in mehreren Artikeln vorgeschlagen wurde und weil es auch sehr gute Bewertungen bekommen hat. Das ganze Feuerzeug kostet um die 10 Euro, wird einem also quasi hinterhergeworfen. Denn wenn man überlegt, so ein normales Big kostet mittlerweile auch schon fast 2 Euro, ist natürlich toll, weil man zündet es, man hat immer eine Flamme da, außer das Feuerzeug ist nass geworden, dann dauert es halt Ewigkeiten, bis dass der Feuerstein hier innen drin wieder trocken ist. Und das Problem hat man hier nicht, denn das Feuerzeug ist tatsächlich wasserdicht. Das heißt, es kann ins Wasser reinfallen, so wie dieses kleine Mini-Benzinfeuerzeug, was ich mal vorgestellt hatte. Und sobald man es dann wieder rausholt, funktioniert es direkt wieder. Voraussetzung ist natürlich, dass hier dieser Hebel an der Seite geschlossen ist. Wenn ihr das so ins Wasser reinschmeißt, also im geöffneten Zustand, dann habt ihr natürlich das Problem, dann wird das hier oben nass, die Elektronik, und dann wird auch das nicht mehr funktionieren. Ja, und jetzt habe ich es schon vorweggenommen. Es ist natürlich ein Elektronikfeuerzeug. Das heißt, um das zu zünden, drückt man hier an der Seite drauf. Und dann hat man diese elektronische Aufladung. Ich hoffe, das Ganze funktioniert dann auch wie ein Feuerzeug, weil hier hat man natürlich den Nachteil. Beim normalen Feuerzeug geht man hin, hält es in die Flamme und dann brennt es irgendwann. Hier hat man keine Flamme, das heißt, man muss hier wirklich ganz nah rangehen. Dann brennt es aber irgendwann, beziehungsweise den würde man ja natürlich vorher noch auflusen. Ich wollte mir jetzt die Arbeit nicht machen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch mal Baumwollschnur. Schauen wir mal, wie das denn funktionieren würde. Ja, einwandfrei. Also man muss halt nah rangehen, aber dann funktioniert das Ganze tatsächlich sehr gut. Es zündet direkt. Schauen wir mal, wie das bei Papier ist. Ja, hier brennt einfach das Papier total mitleidenswert. Aber generell wäre es so, dass das auch direkt Feuer fängt und dann auch brennen sollte. Vorausgesetzt, man hat natürlich vernünftiges Material dabei. Kienspan damit zu entzünden, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz schön schwierig wird. Moment. Natürlich würde man sich dann hier auch so ein paar kleine Fässersticks machen, aber vielleicht funktioniert das Ganze ja tatsächlich auch so. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also ich merke da jetzt keinen Unterschied. Zu einem normalen Feuerzeug. Denn in beiden Fällen ist der Kienspan direkt an. Okay, das überrascht mich jetzt schon etwas. Aber die Leistung ist durchaus zufriedenstellend. Also ihr habt es gesehen, bei Baumwollfaden, beim Tampon und beim Kienspan ging es direkt. Bei Papier hundertprozentig wird es da auch gehen. Das ist halt so ein blödes, beschichtetes Papier. Das funktioniert natürlich nicht so gut, als wenn man ganz normales Papier nehmen würde. Aber ist durchaus okay und hat halt den Vorteil, dass es wasserdicht ist. Was hier natürlich auch noch cool ist, hier ist direkt eine Taschenlampe drin verbaut. Klar, das Ganze funktioniert mit Elektronik und das heißt, man hat eine Taschenlampe dabei mit 3 Stufen, also ganz hell, und das Hell ist tatsächlich hell. Also das ist wirklich eine brauchbare Taschenlampe, da habe ich schon wesentlich schlechtere gesehen. Dann die Stufe 2 ist etwas schwächer. Reicht aber auch noch, um sich nachts grob orientieren zu können oder eben das Schlüsselloch zu finden. Und dann habt ihr noch diesen Blinkmodus, der aber konsequent in der gleichen Frequenz bleibt. Also sie ändert das nicht, wie das manche modernen Taschenlampen machen, aber ist auf jeden Fall ausreichend. Wie gesagt, das ganze Feuerzeug um 10 Euro finde ich durchaus okay. Geladen wird das Ganze übrigens von der Seite, ist sogar USB-C, finde ich auch praktisch, dass man mittlerweile auch in China gemerkt hat, dass es USB-C gibt.
Denn das Messer kommt definitiv aus China. Man sieht es an dem Namen. Hier steht jetzt LC Fun. Ihr findet das aber unter 5, 6, 7 verschiedenen Labels. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass es irgendwo günstig eingekauft wurde. Meistens halt im asiatischen Raum. Und dann wurde es in Europa umbenannt. Es wurde jetzt hier zum Explore. Die Farbe gefällt mir außerordentlich gut, auch wenn das mal runterfällt, irgendwo auf dem Waldboden. Man findet es auf jeden Fall wieder. Und wie gesagt, dass es eben wasserdicht ist, das finde ich ziemlich cool. Aufmachen, zünden, fertig. Ja, finde ich tatsächlich sehr cool. Was sagt ihr dazu? Richtig cool wäre es natürlich, wenn man den Kopf hier oben noch so rausmachen könnte. Da habe ich andere Feuerzeuge gesehen mit der gleichen Elektronik, wo man den Kopf wie in so einem Schwanenhals noch etwas rausziehen konnte, vielleicht so 4-5 cm. Das würde es natürlich wesentlich vereinfachen, an bestimmte Stellen ranzukommen, weil man halt nicht direkt an die Quelle oder ans Ziel rangehen muss, sondern etwas Abstand halten kann. Viel macht das jetzt auch nicht aus, aber das wäre halt nochmal eine coole Ergänzung dazu gewesen, um das Ganze noch etwas besser zu machen. Aber auch so finde ich es völlig okay und als Backup völlig brauchbar. Ist etwas größer als wie dieses kleine Mini-Benzinfeuerzeug, was ich mal vorgestellt hatte. Dafür sieht das etwas schöner aus. Ihr habt halt hier noch diese Halterung. Ach ja, da fällt mir ein. Genau, hier an dieser Halterung, da kann man noch diese Schnur anbringen. Und hier ist dann sogar noch eine kleine Signalpfeife dabei, die tatsächlich auch funktioniert. Also ihr habt Taschenlampe, Signalpfeife und wasserdichtes Feuerzeug in einem. Finde ich super, für 10 Euro gekauft. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann bedanke ich mich, dass ihr so lange zugeschaut habt. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.